Heute nur ein sehr kurzes Statement, aber es ist mir sehr wichtig. Die aktuelle Situation lässt Diskussionen wieder aufflammen über den Sinn oder Unsinn von menschlichem Leben, ob man mit 80 noch an Geräte angeschlossen werden darf, etc. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen nicht von Menschen her bewertet werden dürfen und dass es keine Rolle spielen darf, wie alt, gesund, bekannt, beliebt jemand ist, welche Funktion er innehat. Ein Mensch ist einfach als Mensch aus sich heraus den anderen Menschen enthoben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es, und deswegen verbieten sich solche Spekulationen. Ich warne eindringlich davor, Regelungen, die aus der Not heraus dem Gewissen des Einzelnen obliegen, zu allgemeinen Verhaltensnormen hochzustilisieren und so zu tun, als wäre es legitimiert, jemanden schlechter zu behandeln, weil er vermeintlich weniger noch zu erleben habe. Die derzeitigen Diskussionen um Abtreibung, Tötung, Euthanasie sind einfach in einer Art und Weise unmenschlich, wie ich es noch vor ein paar Jahren nicht mehr erwartet hätte. Und dass die Krise im Moment Ausschlag gibt für solche Diskussionen, ist wahrscheinlich der größte Verlust.